glaube, ich erwähnte vor 10 Episoden, dass dieses Spiel nicht mehr allzu lange wäre. Naja, man kann sich auch mal täuschen. Aber nach wie vor, wir sind im letzten Kapitel, deshalb. Und im Prinzip, ja, schaffen Sie sich den Zugangscode. Benutzen Sie den Zugangscode. Das habe ich doch alles schon getan. Ups, Sala. Ja. So, falsche Person. Ganz falsch. Was zum... Warum ist der eigentlich so voll mit blutig Zeug hier und so? Wir haben ein Buch aufgenommen. Neue Geschäfte. Prager Lieferung mit Erde. Geliefert an Orsi International. Profit 2300%. An Verkaufsteam, versucht mehr dieser Aufträge zu bekommen. Ihr solltet Orsis Stadthaus sehen, das Barclays South. Ein tolles Haus. Und es zeigt uns, dass er in noch viel größerem Maße angezapft werden kann. Ja, das Haus haben wir ja schon mehr als fach gesehen. So, pass auf, Rolle. Warum kann ich ihr das jetzt nicht übergeben? Wo ist sie? Ach, da ist sie. Du lernst Viggo Mortis. Für den Fall der Fälle. Ein neues Quest und so, ne? Betreten Sie Orsis Penthouse. Warte, naja, das war ja mehr oder weniger schon vorher abzusehen. Ich würde gerne aber Truhe öffnen. Die Truhe sieht so aus, als wenn da was Interessantes. Hallo, Koffer. Lumpen? Nicht ernsthaft. Da drin waren jetzt Lumpen. Oh, da fällt mir was ein. Ah, ich dachte es doch. Du hast ja noch gar keine Ausrüstung. Wir hätten Pink vor. Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich Pink natürlich ausgezogen. Aber nein, das mache ich jetzt nicht nochmal nachträglich. Ernsthaft? Lumpen. Hat er in einem Koffer, in seinem Büro. Aha. Ja, das ist Blutstärke, ne? Das ist Geschwindigkeit, das ist auch alles gut und schön, aber ich hätte dann doch ganz ehrlich meinen Todesalb noch gerne dabei. Ein Seelenruf, und zwar... Moment, was? Das ist Stärke, Blutstärke. Ich möchte jetzt mal wissen... Erhöht die automatisch den Schaden. Erhöht die Körperkraft. Das klingt für mich so, als wäre die Blutstärke weniger interessant. Der dafür umso mehr. Gut, durch die Tür kann man nicht, auch schön. Das bedeutet demnach, wir gehen durch die andere Tür. Also nicht die hier. Also auch die hier. Natürlich, logisch. Aber ich meinte mehr die hier. Mhm. Führt uns direkt in Richtung Ausgang. George Thorne ist nicht mehr hier. Aber eine Menge Blut. Ist er entkommen? Oder... Keine Zeit für Fragen. Lasst uns gehen. Hm. Wo ging's raus? Hier nicht. Da ging's weiter, nicht? Ja, hier bestimmt. Ja, da ging's weiter. Das sieht eigentlich aus, als könnte es eine Ausgangstür sein, aber nö, ist sie nicht. Ah, ne, das war der Aufzug. Ah, ja. Dann müsste es ja theoretisch hier irgendwo rausgehen. Was liegt da? Ein Bleirohr. Brauchen wir unbedingt. Halt, die Kiste haben wir übersehen. Also, ich hab's übersehen. Ein Goldring. Naja. Ein Sturmgewehr. Oh. Ich hab eine Menge übersehen. Oh,
Und aktuell übersehe ich den Ausgang. Konnten wir nicht irgendwo hoch? Also sind wir nicht von irgendwo weiter oben gekommen? Und wo sind die anderen beiden? Ach, Mädels. Ach, Leute. Ich gehe jetzt einfach raus. Die werden doch eh zu uns gebeamt, quasi. Mann, der Weg nach draußen ist dann doch noch relativ lang. Sturmgewehrpatronen, ja, die nehmen wir mit. Haben wir ja auch wieder einen Sturmgewehr und jemand, der es benutzen kann. Und da wollte ich nicht hin wegen der Hebel. Da waren wir schon auch erst später. Das heißt, wir waren vorher, müssten wir irgendwo hier lang gewesen, gekommen sein und so. Ja, New York Docks. Gut, gut. Der Waffenladen. Gut. Aber bevor wir zu denen gehen. Okay. Wo ist Samuel? Der leidet mehr oder minder an dem gleichen Syndrom, das eben mal, aha, der Pink hatte. Also eben vor 27.000 Episoden. Deine Disziplin gefallen mir so nicht. Die Frage ist, kannst du jetzt noch andere Disziplinen ausführen? Okay, das war jetzt ein bisschen blöd. Die wollte ich doch noch behalten. Und hoch ins Apartment. Weil wir hatten doch noch ein bisschen Waffenzeug da. Das kriegt dann die Missy und dann kann die den Kram nicht verkaufen. Halt, das sind MP-Patronen. Ja, auf dich. Oh, die habe ich vergessen, die zu geben. Das kriegst du, weil das wirst du bei Dingens wieder verticken. So. Dann wirst du den Kram erstmal verkaufen können. Und den Kram. Und den Kram nimmst du mit, weil den kannst du dann bei Dingens wieder verkaufen. Komm, ja, aber die kann sie noch verkaufen. Also mich. Achso, die Waffenzuflucht war da. Warum eigentlich Zuflucht? Ist doch gar keine Zuflucht. Ist doch nur ein Waffenhändler. Nicht, dass das falsch wäre, aber es ist keine Zuflucht. Hey, schau mal her! Hast du jemals so etwas Schönes gesehen? Hey! Hey! Okay, der kauft den Kram genauso teuer an, so wie es aussieht wie die alte. Sogar noch ein bisschen teurer, allerdings haben wir ja auch quasi noch einen kleinen Bonus in Charisma und Zeugs bekommen.
feuerfeste Rüstung. Auch nicht schlecht. Mhm. Der war doch etwas besser als der Motorradhelm, wenn ich mich nicht täusche. Ja. Dann kaufen wir doch den Rüstungshelm. Rüstungshemd. Nicht doch. Rüstungshelm. Beziehungsweise. Truppenhelm. Da war er. Genau. So, der hat natürlich keine. +40 Feuer. 10, 30. Naja, gut. Ist jetzt die Frage, wie viel Feuer wir noch begegnen. Nehmen wir erstmal. Sonst hat er nichts mehr, ne? Außer der vielleicht. Also der hat keinen tollen Mantel mehr. Nein. Aber er hat ein Bastardschwert aus Edelmetall. Nein, nein, nicht ablenken lassen. Leichte, schusssichere Kleidung. So, dann hätten wir noch eventuell gerne Pistolenmagazin, wenn schon. Pistolenpatronen. Aber das sind Magazinen und. Ach, egal. Spiel, du. Und ein MP-Magazin-Patronen. MP-Patronen. MG! Ich wollte ein MP-Magazin, danke! Damit ist das Metall erstmal voll. Dann übergeben wir noch mal ein bisschen was an jemanden. Miau. Oh, die MP habe ich ganz vergessen zu verkaufen mit ihr. Ups. Das kann man noch ändern. So, dann ziehst du den an und gibst das an sie. Ziehst den an, gibst das an sie. Das geben wir sowieso an sie zum Verkaufen. Ach, das ist jetzt albern. Das ist jetzt nicht euer Ernst. Fängt der Quatsch wieder an. So. Hey! Hey! Na, immerhin 4 Geld. So, hast du noch sowas wie, eine Panzerweste hast du. Und da sehe ich das jetzt. Dreck. Na gut. Ich suchte aber eigentlich mehr Handschuhe. Keine Bleihandschuhe, sondern tatsächlich Leder oder so. Nicht Blei, Leder. Quasi Rüsthandschuhe. Ach komm, die modifizierte Pistole wird besser sein als die normale, ne? 60, 20, 75. Unerheblich, aber immerhin. Ein Kriegshammer aus Rheinmetall, ja, schön ist. Ich sehe tatsächlich keine. Was ich jetzt sehr doof finde, aber ich sehe tatsächlich keine normalen Handschuhe. Das war albern. Na gut, dann mal wieder okay. Ja, dann die an ihn geben. Er gibt dieses hier an sie. Sie guckt, ob sie vielleicht noch. Nein, noch nicht er. Hey! Mach's gut! Du guckst, ob du vielleicht noch so eine. Hey, schau mal her! Ja. Hast du jemals so etwas Schönes gesehen? Ja, ich habe schon jede Menge schöne Sachen gesehen, ganz klar. Ja, es ist nur die kugelsichere Weste. Die Dingsbums-Weste gibt scheinbar. Doch, da ist noch ein Haar. Gut. Also erstmal die verkaufen. Dann die Panzerweste kaufen. Und die kriegt dann nämlich. Ach, komm schon! Ja, ich bin noch nicht fertig mit dir. Moment.
Alex, du? Okay, da war eine Mütze dabei, offensichtlich. Hey, schau mal her! Hast du jemals so etwas Schönes gesehen? Da wäre ich gerne einen Schrotpatron. Schrotflintenmoon, da ist er hier. Mach's gut! Nein, ich hab nicht übertrieben. Das redet ihr euch nur ein. Ich glaube, ich mach das Ganze jetzt mal auf Screen so mit rumrödeln.